Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single S22 aus der Gemeinde Rade. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid und wie im Thumbnail schon gesehen und wie auch im Titel beschrieben, einen Tag zu spät. Es ist, für euch ist es jetzt 2 Tage zu spät, aber in der letzten Folge haben wir Feld Nummer 26, sehr professionell, nicht, gedrillt mit Ölrettich und mit der Kerner Corona. Mehr schlecht als recht, weil die Maschine lief sehr langsam etc. Aber ich weiß noch nicht genau, woran das jetzt lag. Ist auch egal. Aber einen Tag später jetzt, für euch gestern, für mich heute, wo ich aufnehme, bringt Vertex Design die Amazone Kombi Disc 3000. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen, oh, ist so schön, dass sie das bringen. Interessiert mich nicht, ich habe keine Amazone-Maschine. Ja, aber die Leute, die Amazone-Maschine haben, für die interessiert das vielleicht. Denn du hast die Amazone-Saatmaschine standardmäßig von Giants. So. Mit einem KG 3001, das bedeutet mit einer Kreiselegge vorne vor und die Zentaya 3000. So. Das ist eigentlich eine Maschine, die, so wie sie hier ist, ja auch schon direkt Saat könnte. Ne, also gerade mit Zwischenfrucht etc. Das aber nicht kann, weil die Kreiselegge aus irgendeinem Grund seitens Giants nicht dafür eingetragen wurde. Sage ich jetzt mal. Ne, müsste jetzt hingehen, müsste es jetzt als die vielleicht als Mod rausziehen, das umschreiben, das geht garantiert. Aber standardmäßig kann sie es nicht. Und wir gehen von den Standardmaschinen aus. Ne? So. Und da hast du halt immer das Blöde gehabt, ne? Du konntest mit der nicht richtig direkt sehen. Du musstest halt immer irgendwas anderes nehmen, was eine Direktsaat hat. Und wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen durchgehen, fängt das bei denen, die quasi eine Scheibenegge davor haben, ja an. Dass die dann halt direkt sehen können, ne? Steht ja hier auch. So, das heißt, die sind auch für Zwischenfrucht direkt in die Stoppelbearbeitung. Sind die natürlich vorgesehen und man kann es nicht mit der Zentaya, obwohl man es mit der auch könnte. Oder mit der Venta. Wie auch immer. Ne? Mit einem der Aufsattelmaschinen könnte man das theoretisch ja auch. Hier. Ne? Die Alpego vom Mod-Hub kann es nicht. Und, Moment, die lassen wir außen vor. Die ist mit aus dem Pack, würde ich sagen. So. Ne, die können sowieso nicht, weil denen müsstest du ja was vorhängen, ist ja klar, ne? Die D9 und 3000 und 4000. Aber die einzige, selbst die hier, ne? Der Mod kann es auch nicht. Wer es kann, ist die. Die alte Kuhn. Die kann das. Ne? Warum auch immer. Aber bei der ist es eingetragen, die kann es. So, alle anderen, die du hier hast, außer die Pöttinger hier. Was ja. Ist das eigentlich ein Mod? Ich glaube. Ist das nicht eine Maschine, die von Giants noch mit reinkam? Ich glaube ja, ne? Ist auch egal, aber die kann auf jeden Fall. Die kann direkt Saat. Also. Ne? Ohne kein grober notwendig. Steht hier, ne? Mit dem genau. Die hat es eingetragen. Das heißt, man müsste bei den anderen, müsste man es sich selber eintragen. So, und jetzt kommt die. Kombi-Disc 3000 mit der Zentaya ins Spiel. So, die Kombination hier. Ne, die gibt es einmal in der Kombination, also quasi als fertige Maschine, wo man dann hier noch Spurreißer konfigurieren kann. Wenn man mit GPS spielt, braucht man die Spuranreißer nicht. Ne? Ohne GPS Spuranreißer. So, ne, die Fahrgassenscheiben sind ja immer schon drin, aber egal. So, auf jeden Fall gibt es das Ganze auch unter Scheibeneggen. Gibt es das Ganze auch ohne Zentaya drauf. Na, wenn man jetzt auf Kombination geht, dann zeigt er dir natürlich an. Hier die Zentaya 3000 Super. Moment, das ist ein. Moment, warte mal ganz kurz. Lass mich mal kurz was. Das ist sogar die neuere. Fällt mir gerade so auf. Hier steht Zentaya 3000. Moment. Ist aber eine 3000 Super. Und das ist die alte, oder?
Ist das auch eine Super? Nee, ist auch eine Super. Okay, ich dachte gerade, das wär ein neueres Modell. Egal. Auf jeden Fall, wo war Maschine geblieben? Krrrt, Scheibling. So, die gibt's ohne. Dann kannst du hier genauso gut Spuranreißer kombinieren oder nicht. Ich habe mir das Ganze jetzt gekauft in der Kombination, weil ich habe ja die Kreisellecke. Ne? Also ich sage jetzt mal, für eine Aussaat in einem normalen Feld, auf einem normalen Feld, wo ich vorher mit einer Scheibenegge, also mit Scheibenegge oder Grubber rübergefahren bin, kann ich ja mit der Kreisellecke arbeiten. Ne? Aber für sowas wie jetzt zum Beispiel für den Ölrettich anpflanzen, was wir hatten, wäre die hier mehr als lohnenswert gewesen. Also Vertex Design, geiles Timing, einen Tag zu spät. Ne? Beziehungsweise könnt ihr da nichts für. Aber saugeil, dass ihr das jetzt gebracht habt, dass man jetzt mit der Centaia auch Direktsaat machen kann. Also nicht Direktsaat im Sinne von Direktsaat, aber gerade für die Einarbeitung in den Stoppeln ist das absolut genial. Top. Wer es haben möchte, im Mod-Hub. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob das eine Konsolenfreigabe hat. Ich habe gar nicht geguckt. Sorry für die Konsolen, Leute. So, auf jeden Fall, die werden wir jetzt in Zukunft für unsere Arbeiten benutzen. Jetzt leider haben wir gerade keine Arbeit, wo wir sie benutzen können. Ich würde sie gerne sofort testen wollen. Aber wir haben nichts. Oder doch? Nee, Moment, nee, wo ist denn da? Ballenpressen, Ernten, Lieferung? Nee. Nee? Keine Mission. Und unsere Felder sind alle nur in Anführungszeichen, haben wir Raps gepflanzt. Die sind auch noch im Wachstum. Im Wachstum bei Wiese. Und erntereift mit Weide drauf. Okay. Schade. Also die werden wir auf jeden Fall. Nee, wir testen die doch heute noch, Leute. Wir fahren auf das Feld hier, wo wir gestern schon waren, und prüfen das einfach mal hier hinten an so einem ganz kleinen Stück. Das ist jetzt zwar. Es ist jetzt einfach eigentlich unwirtschaftlich, was ich jetzt gerade mache, aber ich würde es gerne einmal testen und ich würde sie euch einmal gerne zeigen wollen. Und dementsprechend mache ich das jetzt auch. So, das heißt wir, moin, laufen hier mal ganz kurz zum Hof. So. Zack. Und dann holen wir ganz kurz mal den 7930 und die Centaia. Die kann ich ja auch ohne Kreiselecke nehmen, ne? Moment, jetzt müsste ich einmal. Nö, ich fahr rum. Ich fahr rum. Wir sind ja so rich. Wir fahren einmal rum. Zack. Was kostet die Welt, ne? Eigentlich wollte ich mit euch jetzt schon mit dem Grasschnitt anfangen, aber das möchte ich gerne noch einmal testen, bevor wir jetzt was anderes machen. Weil es ja Blödsinn, ne? Ich erzähle euch jetzt davon und am Ende stehen wir dann da, ja, schön, du hast es jetzt erzählt, aber funktioniert das auch wirklich? Muss ich selber ausprobieren. Ne, müsst ihr nicht. Bei mir müsst ihr das nicht. Ich kann euch da Abhilfe schaffen, indem ich euch das Ganze zeige. So, lass mich mal ganz kurz hier wieder den Teepacker noch mitnehmen. Damit wir ein bisschen Gewicht vorne drauf haben. Und da kann ich auch gleich mal nämlich testen, wie die Centaia sich verhält auf dem Acker mit dem 7920. Weil die Kerner wollte er ja jetzt nicht so unbedingt haben, ne? So. Aber ich kann die gar nicht so. Doch, doch, ich kann sie ja stehen lassen. Moment, wieso stehst du eigentlich so? So habe ich dich aber nicht hingestellt. So habe ich dich ganz und gar nicht hingestellt. Okay.
So, ist jetzt ein bisschen mehr schlecht als recht, aber das sollte passen. So, denn kann ich. So. Okay, ich will aber. Muss ich das anheben dafür? Ich müsste die doch eigentlich. Nee, das war falsch. Abkoppeln können. Oder nicht? Oder muss ich die Saatmaschine kommen? Bitte zuerst das Anbaugerät Kreiselecke absenken. Okay. Ich habe ja jetzt. Ich habe die Standard, ne? Nur mal so. Ah. Ich wollte gerade sagen, die muss doch abzukoppeln gehen. Die hat doch extra Stützen dabei. So. Dann. Das war knapp. Wo? Ernsthaft? Ich bin Millimeter vorgefahren und häng an der Leiter, oder was? Ach komm schon! Willst du das denn jetzt erzählen hier? So. Gib mir jetzt nicht um da, bitte. Ich hätte dich rausziehen sollen, ne? Einmal neu positionieren sollen. Egal. So, dich lasse ich auf jeden Fall hier mal an der Stelle stehen. Und dann holen wir mal die Kombi-Disc. So. Freut mich, ne? Glaubt ihr das? Das freut mich richtig, weil. Versteht mich nicht falsch. Ich mag das mit dem Kerner zum Beispiel auch, die Ölrettich zu pflanzen, aber ich finde es irgendwie blöd, dass ich. Ich habe extra eine Saatmaschine, ja? In Form der Centaia gekauft. Und weil ich die gerne haben wollte. Ich wollte gerne so 3 Meter und mit der Kreiselecke habe ich mir gedacht, ach ja, kannst du auch Ölrettich und hast du nicht gesehen mit einpflanzen. Und das hat mich echt am Anfang, gerade mit dem Raps, echt geärgert, dass ich das nicht einpflanzen konnte. Das hat mich richtig geärgert, weil ich mag die Maschine. Die sieht gut aus, hat ein schönes Design, finde ich. Und kann halt auch einiges, ne? Und da fand ich das echt umso bescheidener, dass das halt nicht ging. Und ich wollte mir jetzt, ganz ehrlich, ich wollte mir jetzt nicht die Arbeit machen und das Ganze runterladen, als Mod packen, um es dann quasi ja, selber überarbeiten zu können. Ne? Das war so nicht meine Ambition dahinter, ne? Weil ich A, auch nicht weiß, was ich da eingeben müsste. Dafür gibst du mal Profis. So. Und deswegen, ne? So, bin mal gespannt. Bin ich auch gespannt, ob die jetzt umgekippt ist oder ob sie da noch steht, ne? Ein Vorteil hat das natürlich auch für euch. Ne, so bedeutet das nämlich dadurch, dass wir heute so eine etwas, ja, ich nenne sie jetzt mal ruhige Kugel hier schieben, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir dann vielleicht morgen auf dem Samstag vielleicht auch den Grasschnitt und alles, was dazu gehört, im Stream machen. Vielleicht. Also, wenn die Zeit es zulässt, ne? So, jetzt muss ich mich aber hier mal beeilen, dass ich dazwischen komme. Ich will euch das unbedingt heute noch zeigen. Unbedingt.
bitte, lass es einfach passen. Ach komm, warte. So. Passe. Oh nein. Muss ich dich jetzt, Moment. Jetzt. Oh ja, yeah. Super, 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 super. Dann. Gut, das läuft. Was bei der halt noch gut wäre, wenn die Fahrgassenscheiben hinten, also die Spur, die Fahrgassenmarkierer, wenn die auch noch absenkbar wären, ne? Das wäre noch so ein richtiges Highlight, ne? Ja, dafür hat sie die ja extra hinten dran, ne? Oder dass man sie halt dazu konfigurieren kann. Weil gerade mit ProSeed. Moment mal, hat er jetzt. Ja, warum machst du denn das jetzt? Ich sehe gerade nur, dass er den T-Parker abgesenkt hat und denke mir, warum? So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Gas geben, ne? Dass wir das noch in die Folge kriegen hier. Zumindest mal kurz testen, auch was die Geschwindigkeit angeht. Da war ich ja ein bisschen bei der Corona so ein bisschen, ja nicht enttäuscht, aber es hat mich schon gewundert, dass ich damit mit 6, 7 km/h durch die Gegend gefahren bin. Obwohl das der Schlepper hier fast 60 PS mehr hat, oder gute 60 PS mehr hatte, als die Maschine überhaupt braucht. Und das sollte eigentlich bei trockenem Boden ausreichen, meiner Meinung nach. Ich bin kein Fachmann, ne? Aber wenn ich 60 PS mehr unter der Haube habe als das Gerät, was ich ziehen muss oder ziehen soll, dann sollte das doch nach Adam Riese und Eva Zwerg ausreichen. 60 Pferde mehr vor der Kutsche, als man braucht, sind zusätzliche PS, ne? In dem Falle. So. So, einfach mal ein bisschen Gas hier auf dem Acker. Ist ja nur die Zwischenfrucht. Wenn das da irgendwas kaputt geht, dann ist das so, ne? So. Oh, Moment. Schieß die falsche Frucht da drin. Boah. So, Moment. So, ölrettig. Jetzt nochmal. Sieht ein bisschen anders aus als mit dem Corona, ne? Das ist das Bild von der Corona mit Ölrettich im Wachstum. Und das ist das... Fruchtart Weizen? Wieso Weizen? Hä? Nö, Ölrettich. Ich wollte gerade sagen. Nö. Ein bisschen anders sieht's aus, ne? Aber er hat seinen Job erledigt, ne? Sieht sogar feiner aus, sieht sogar schöner aus. Finde ich zumindest, ne? Meine Meinung. Ja, super. Leute. Amazone CombiDisc 3000. Absolut zu empfehlen. Saugeiles Ding. Endlich mit der Centaia Direktsaat. Was will man mehr? Liebe Lüt,
das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen? Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut, und sage bis zum nächsten Mal.